Das Champ-Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ, beginnt gleich. Bist du bereit, den herauszufordern? Ja, ich werde ihn besiegen. Dann zieh bitte deine Uniform an und begib dich zum Kampfplatz. Und damit herzlich willkommen, Leute, zu Story-Final von Pokémon Schild. Wir werden heute gegen Deleon antreten und ihn in den Hintern versohlen. Ich war für eine Stunde oder so in der Naturzone, hab ein wenig gefarmt und hab auch gelevelt, denn ich weiß, dass der Pokémon hat, die so um die Level 60 sind. Deshalb dachte ich mir, ich level meine Pokémon erstmal, damit ich auch eine Chance habe, weil der soll anscheinend sehr, sehr stark sein. Und ja, alles in Level 60 und in Teil Level 66. Aber bevor ich jetzt anfange, habe ich noch ein paar Bonbons zu verteilen. Das wollte ich noch in der Folge machen, damit ich euch das zeigen kann. Ich habe nämlich hier, kann er kurz hier mal sortieren, so, ein paar OP-Bonbons bekommen. Weiß nicht, was das heißt. Ja. Ich habe auf jeden Fall ein paar Items gefunden. Ja, komm, das ist egal. Ich guck mal, dass ich irgendjemanden noch ein wenig hochlevel, der es bräuchte. Wer bräuchte es denn zum Beispiel? Ganz dringend. Ich würde sagen, eigentlich alle so. Intelligent natürlich auch. Lass erst mal sehen, wie weit alle stehen. Dann geben wir das einfach mal Zwarlock. Wie stehen denn alle? Kursi könnte ich noch machen. Oder wisst ihr was? Ich habe noch sogar noch Sonderbonbons. Dann gebe ich noch ein paar Sonderbonbons ab. Hier, Houtini kriegt mal einen Sonderbonbon. Der kriegt das Level ab. Dann gebe ich euch mal ein L. Hier, Kursi kriegt noch ein L. Ja, ihr seht ja, wie krass das abgeht. Die sind so OP. Ihr kriegt noch ein S. Nice. Ja, Silembrim würde ich gerne noch leveln, tatsächlich. Okay. Dann noch Zwolok. Nice. Und Cremi. So. Nice. Dann kriegt Silembrim noch... Ups. Silembrim noch ein M. Oder glaubt, es reicht auch schon. Oh, reicht nicht. Dann machen wir nochmal M. Zack. Okay, alle Level 61. Kursi Level 62. Und Tellion Level 66. Ich würde sagen, den Tellion können wir nochmal machen. Richtig voll pushen. Na, okay, lass mal's. Aber ich weiß nicht, was das hier bedeuten soll. Sollen wir das mal versuchen? Ich weiß nicht, ob das... Ich gebe das mal in Tellion. Okay. Weiß nicht, was das bringt. Egal. Ich würde sagen, wir speichern hier nochmal. Obwohl, na, komm. Wir speichern nicht ab. Los, Michael. Deleon, du bist unser Champ. Michael. Mach sie fertig, Champ. Los, Deleon. Mach schon, du schaffst das, Michael. Okay, es gibt hier gesplittene Meinungen. Aber das soll uns nicht abhalten. Dieses Display. Ah, nicht zu beenden. Aber die Story zu beenden von Pokémon Schild. Es geht los. Hype. Ach, by the way, falls ihr den Sound doppelt hören solltet, das liegt daran, dass ich lauter gemacht habe, damit ich unbedingt den Champ-Soundtrack hören kann. Ja. Ich bin hyped. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Pokémon hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, dass du vor drei Tagen geleistet hast, Maike. Das Ende Nalos gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Das an der Seite der legendären Pokémon Sashian und Samazenta gekämpft. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrhaft würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könns als Champ. Dann mal los, Maike. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galas für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. It's Champ Time. Es geht los. Boah, ich hoffe, ich schaff das, ne? Ich habe viele Horror-Stories gegen ihn gehört, ey. Der soll richtig krass sein. Das macht mir Angst. Hat der die gleichen Animationen wie Hop? Champ Deleon fordert dich heraus. Yo! Oh, wie cool!
Nein, als ob der mit Durengard anfängt. Scheiße, als ob der Durengard hat. Ja, moin. Das Publikum zu begeistern ist ein Teil meiner Rolle als Champ. Okay. Was mache ich gegen Durengard? Präzisionsschuss? Das Ding muss so schnell wie möglich weg. Das Ding ist OP. Bitte. Ah! Ja, ist schon gut. Oh, Taktikwechsel. Oh, kacke, jetzt bin ich am Arsch. Shit. Oh no, not Spookball. Das macht sehr viel Damage, WTA. Kann ich heilen, Dillon? Okay. Bitte jetzt killen, ja? Bitte? Bitte? Ja, okay, okay. Durengard ist schon mal aus dem Weg geräumt. Das ist ja schon mal super. Aber mit Durengard, ne? Kann man verstehen, das ist nicht so geil. Katapultra? Ach, das wie? Was? Als ob der... Nein! Als ob der Katapultra hat! Das ist das OP, Gala-Pokémon. Da krieg ich jetzt aber richtig Schiss. Okay, schnell heilen. Weil das kann, bestimmt irgendwas, was mich jetzt komplett umwerfen wird, oder? Ja, ja, wusste ich's doch. Ey, ich wusste es. Donnerblitz. Scheiße, was mache ich jetzt? Mit sehr effektiven Attacken werde ich mir den Sieg holen. Scheiße, was mache ich jetzt? Und ihr seht schon, ich habe sehr, sehr viele Items aufgekauft. Sehr viele Heil-Items. Scheiße. Und ich dachte, ich wäre OP. Oder was heißt OP? Ich dachte, ich wäre gut genug gelevelt, wenn ich jetzt nochmal bis Level 60 trainiere. Stellt euch vor, ich hätte nicht trainiert, Digga. Shit, was mache ich? Ich muss jemand anderen reintun. Ich weiß ja nicht, was er kann. Spukball kann er, Donnerblitz kann er. Oder kann er Spukball oder war es das andere? Also Donnerblitz kann er auf jeden Fall. Dann kann ich doch Routini reintun. Weil Elektro-Tacken sind für Routini egal, also. Da müsste passen. Ja, dann macht Donnerblitz, siehst du? Wir sehen auch noch gar nichts. Dann passt ja. Dann setzen wir dich erstmal unter Schlaf hier, mein Freund. Als ob der Flammenwurf kann. Ja, okay, never mind. Ja, Gesang. Okay, Gesang trifft. Gesang trifft. Wisst ihr, was sie machen? Wir wechseln wieder zurück zu Inteleon. Und dann setze ich meinen Aqua-Haubitze ein. In der Hoffnung, dass der instant stirbt. Ist mir egal, ob ich das auch diesmal machen kann. Ich hab genug Beleber. Ich habe auch ein paar Top-Beleber. Die will ich auch einsetzen. Ich habe nämlich, glaube ich, 10 Stück oder so. Also, let's go. Oh, er schläft. Yes. Verreck, Alter. Verreck. Bevor du mir noch irgendeinen Ärger machst. Also, so einen richtigen Ärger. Nein, er lebt noch. Scheiße, ich muss eine Runde aussetzen. Er wahrscheinlich auch, oder? Ach so, er setzt Kopfgenesung ein. Mhm. Wow. Ja, komm. Schläft er eigentlich? Der hat die Augen offen. Schläft er noch? Ja, Kamera, komm, zoom ran. Och, ja, nein, nicht. Nee, der hat die Augen offen. Scheiße, ja, ich bin tot. Ja, moin. Oh, aber Routini hat einen echt guten Job hinterlegt, ne? Das versuchen wir nochmal. Das hat gut geklappt. Routini Gesang. Dann Top-Beleber. Und dann die ganze Zeit mit Präzisionsschuss drauf. Also werden wir überleben. Sonst muss ich mir eine andere Taktik überlegen. Scheiße, 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 scheiße. Oh Gott. Die Level-Ups haben sich gelohnt. Wenn wir einen Flammenwurf überleben als Pflanzen-Pokémon, dann heißt das schon was. Aber sowas überlebt man nicht einfach. Macht sich Sorgen, dass der Kampf irgendwas ist, was? Okay, rüber. Ich habe 11 Top-Beleber. Ja, komm, setzen wir mal einen rein. Ich setze hier alles ein, um zu gewinnen. Oh, Katapultra, das Ding ist so fucking OP. Ah, goddammit, goddammit, goddammit. Okay, warte, setzen wir erstmal Synthese ein. Und dann greifen wir das mal mit Houtini an. Ich glaube, Houtini hat es auch unter Kontrolle, oder? So, die haben wir ungefähr die Hälfte wieder. Sind wir im grünen Bereich gerade noch so, ne? Ja, ja. Dann wacht er noch nicht auf. Okay, super. Blättersturm. Nein! Er wacht auf. Jetzt sollten wir aber überleben.
Yep, ist überlebenbar. Blättersturm. Nicht sehr effektiv. Oh, verdammt, das wusste ich nicht. Heilen wir kurz Houtini. Ich glaube, Houtini macht einen super tollen Job, deshalb lasst wir Houtini hier kämpfen. Wir werden für diese Folge so lange brauchen, wie wir es halt brauchen. Wir werden heute hundertprozentig in dieser Folge die dann besiegen. Ich komme, was wolle. Feier. Was? Feuer Odem? Aber zum Glück kein G drin in dem Namen. ja. Gesang nochmal. Ja, Flammenwurf. Komm, mach deinen fucking Flammenwurf. Sorry. Wollte ich sagen. Gesang. Und es trifft nicht. Ich hab's gemerkt, weil es so lange gedauert hat zum Laden. Sondern trifft es nicht. Ich hatte ja schon längst die Animation für Gesang geladen. Ja, aber ich will nicht aufgeben. Ich glaube, Houtini macht das gut. Ich gehe noch einmal auf Houtini heilen. Ansonsten werde ich rüber wechseln zu Inteleon. Zwei Flammenwürfe muss ich aushalten, sonst schaffe ich es nicht. Oh, ich weiß nicht. Komm, Gesang. Muss treffen, muss treffen, muss treffen. Verdammt, ich sterbe. Ja, ich sterbe. Hm, ich lebe noch. Mit einem KP. Oh, was? Ach so. Weil ich so viel gekocht habe und mich um das Pokémon gekümmert habe, ist sie extra nur wegen mir noch am Leben geblieben. Süß. So, und jetzt gibt's aufs Maul, du. Switch to Inteleon. Und dann bam, piu, 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 bis es stirbt. Und wehe, es wacht jetzt sofort auf. Dann raste ich aus. Okay. Zum Glück. Es muss mindestens jetzt zwei Runden schlafen, sonst habe ich keine Chance. Und so muss ich Giga Dynamaxen. Und selbst da habe ich dann Angst, dass es nicht klappt. Präzisionsschuss, die ganze Zeit Spam. Alter, ich habe Angst vor dem Vieh. Am Ende fliegt mein ganzes Team wegen dem Vieh. Nein, es ist aufgewacht. Donnerblitz, scheiße. Aber ich überlebe das, oder? Ja, ich muss das überleben. Mhm. Präzisionsschuss. Komm bitte, ein Volltreffer. Ausnahmsweise, bitte. Was ist denn das für ein Rotz? Kann er was anderes als Donnerblitz einsetzen? Bitte? Junge, was mache ich denn jetzt? Ich bin gefangen. Zu wem soll ich switchen? Zu wem? Hm? Hm? Zu wem soll ich... Swallock? Dann können wir uns gegenseitig nicht angreifen. Das wäre vielleicht was. Außer kommt am Ende an mit so, ja, ich kann doch angreifen. Hihihi. Ja, wie viele AP hat denn Donnerblitz? Ich guck das jetzt nach, wie viele AP hat Donnerblitz? Jawohl. Nee. Hm. Ach, der hat einen Volltreffer gerade erzielt, habe ich gar nicht mehr bemerkt. Super. Ich will meine ganzen Tränke nicht verschwenden. Einen mache ich noch. In der Hoffnung, dass er was anderes einsetzt. Achso, ich heile ja nicht mal voll. Oh, Spuckball. Super. Komm, machen wir nochmal. Oh, das Ding ist fast tot. Ein Hit nur. Ein Hit. Einmal ruckzuck hieben, das war's. Aber ich komme nicht dran. Na, komm. Das lohnt sich nicht, das bringt nichts. Lass uns wechseln. Der Typ ist, Geistdrache müsste es sein. Gegen Drache ist Fes effektiv, deshalb tue ich die Cremi rein. Das müsste gut sein, ne? Ja, doch, ich glaube, das ist gut so. Oh, ich hätte Cremi ganz am Anfang rein tun sollen, oder? Da hätte ich, Bitterkuss machen können, dann Verzierung und dann Zauberschein, dann wäre das Ding schon weg vom Fenster, oder? Oh, ich bin so dumm. Oh Mann. Aua. Du jetzt verreck. Verreck! Yes! Okay, vier weitere Pummel hat er noch. Das war sehr effektiv. Was andere hätte ich, was anderes hätte ich natürlich auch nicht erwartet. Oh Gott, was hat er noch? Nochmal Durengard, nochmal Katapultra? Oder was?
Max sagt's. Also ich glaube jetzt wollen die Entwickler mich auf die Schippe nehmen. Boah. Max sagt's ist echt krass. Aber warte, das ist doch Drache. Warum bleibe ich nicht bei Pokustan? Ach, ich bin dumm. Egal, ich schieße das einfach ab und versuche zu killen. Hey Max, was machst du eigentlich hier mit deiner Axt? Okay, sorry, der war nicht lustig. Aber Max sagt's, ey. Das Vieh ist echt nicht mit zu spaßen, du. Aber vielleicht hat es noch einen zweiten Typ, den ich gerade nicht weiß, und ist effektiv. Nein. Also vielleicht schon, aber war nicht effektiv. Oh oh, nicht Wutanfall. Nein. Nein. Je länger der Wutanfall einsetzt, desto stärker wird er, glaube ich. Oder? So war das doch, oder? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Ich versuche mit Cremi. Es müsste sehr effektiv sein, weil ich bin mir sicher, der ist Drache. Wutanfall, das müsste ich über... Ja! Keine Wirkung! Jo! Was jetzt, Bitches? Sorry. Ja! Rihornior! Ui! Heieieiei! Das passiert, wenn man Rizeros, ich weiß nicht mehr, von Rihorn, mit dem so einem bestimmten Item entwickelt. Dann kommt nämlich das Vieh hier raus. Damn, ich habe zuletzt in Pokepark gesehen, Alter. Was geht? Was denn? Ist doch wahr. ich gebe meinen Teller und Beleber. Scheiß auf Routini gerade. Der macht eh nicht viel Schaden, weil der ist nicht so effektiv gegen Routini. Glaube ich. Ja, okay. Wie auch immer. Scheiße. Egal. Ich sollte mit den Tellern eigentlich gut aufgehoben sein. Bevor ich eingreife, werde ich aber ganz kurz heilen. Gucken, wie viel Schaden der macht. Wie viel Schaden, wie viel Heilung? 60. Mach ich mal. Ich will nicht die ganze Zeit Hypertränke nur einsetzen. Das müsste auch mehr als die Hälfte. Ja, ja. Steinkante. Oh, ist das das mit den... Nee, das ist nicht. Okay, er macht sehr viel Schaden. Ich hätte angreifen sollen. Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich als erstes angreife. Scheiße. Scheiße. Was habe ich getan? Ich mach mal Sinnebrim rein. Ich glaube, das ist nicht dumm. Hoffe ich. Lass es, wie viele Momente noch? Ich glaube, 3. Ne? Das und dann 2 weitere. Eins davon ist Glurak. Okay. Ich will. Oh. Ja, komm. Setzen wir nochmal Top-Beleber ein für den Talion. Und dann noch Beleber für Routini. Das sollte Silenbrim überleben, wenn ich mich nicht verschätze. Weil eigentlich ist Silenbrim stark. Ja, hat sogar verfehlt. Nice. Gut gemacht, Silenbrim. So, Routini noch. Beleber. Und dann kämpfen wir. Ich will nicht, nämlich, dass alle Level-Ups bekommen. Das ist wichtig. Oh oh. Als ob das so viel Schaden macht. Ey, komm. Verarschen kann ich mich selbst, du. Was ist denn der Fisch, ey? Nee, ich mach nicht genug Schaden. Ich glaube, sie wird jetzt sterben. Zwolok ist eh dumm. Weil Kampfattacken ist effektiv gegen normal. Was sind überhaupt Kampfattacken? Nee, oder? Ich glaube, es ist Gesteinattacken. Ich versuche mal mit Zwolok. Da eventuell macht er mir nicht viel Schaden, wenn ich Glück habe. Ich weiß nicht, ob das Kampf oder Gestein war. Oder Boden. Das werden wir ja sehen. Okay, aber trotzdem macht es viel Schaden. Scheiße. Ich versuche mal mit dem Wasserschild was zu reißen. Okay, ich darf zuerst angreifen. Super, super. Die Folge jetzt schon fast 20 Minuten ist. Yo, das geht ja voll lang. Oh oh. Aber Wattestill hat's gebracht. Wattestill ist richtig gut. Okay. Hypertrank. Ey, mit dem Leuten ist echt nicht zu spaßen. Mit dem ist kein Zucker schlecken. Oh, verfehlt. Wie viel macht Kopfnuss? Nicht viel, oder? Das dürfte nicht viel machen. Hm, ja, dachte ich mir. Brandstempel? Was? Ah,
Ich setz mal einen Talon rein. Ist vielleicht dumm. Hm, ja, mag sein. Aber ich muss ja auch mal angreifen, ne? Ich kann ja jetzt nicht die ganze Zeit kopflos machen. Das ist ja dumm. Da fühlen wir zu nichts. Und ich weiß, es macht sehr viel Schaden. Und nach dem nächsten Attacken, der mich trifft, bin ich schon down. Aber ich darf anfangen. Und eventuell ist das sehr effektiv. Und kill ihn One-Hit! Yes! Yes! Boah, ich bin voll krass. Level up 67 und Level 62. Oh, Krabby. Gortrom, das sagt mir rein gar nichts gerade. Oh, ach, lol! Er hat den dritten Start hier mit sich genommen. Anscheinend hat er das trainiert und jetzt benutzt er das für den Kampf hier. Scheiße, ich hätte wechseln sollen, weil das Ding ist Pflanze. Gegen Pflanze sollten wir... ich habe kein Feuer. Aber... eine Eisattacke. Kosi! Vertrau dir. Von den drei Startern ist der hier am unbeliebtesten. Das heißt aber nicht, dass er keine Fans hat. Ich persönlich zum Beispiel, ich mag ihn. Ich habe am Anfang gedacht, dass sie den Pflanzenstarter genauso verkacken wie in X und Y. Aber haben sie nicht. Von daher freut mich das auch. Verdammt, aber der ist zu stark. Der hat mir jetzt schon so viel Leben abgezockt. Das geht nicht. Der hat dann auch noch einen Glurak. Aber gut, gegen Glurak kann ich einfach Intellion reinspeisen, dann Giga Dynamax Intellion und dann einfach Piu Piu Piu, ne? Was? Kursi, nein! Boah, das geht so weit. Wenn er meinen Kursi umbringt, das geht so weit, ne. Also, da spaß ich nicht mehr mit. Da bin ich komplett ernst mit euch, ne? Da spaß ich nicht mehr. Wenn er meinen Kursi umbringt. Okay, wir müssen kurz Kursi wieder aufpäppeln. Mensch, Kursi, nein. Oh Gott, aber ey, wir haben die meisten Pokémon schon down von ihm. Das können wir schaffen. Ich hoffe, wir schaffen's. Aua? Wieso ist das so stark? Oh, warum sind Hypertränke so schlecht in diesem Spiel? Vorher waren sie 200. Aber gut, dann hatten Leute keinen Top-Trank benötigt. Pferdestärke. Okay, das macht nicht viel. Passt. Machen wir mal Gegenschlag. Mal sehen, wie viel das macht. Also ich will eigentlich nur das einsetzen, damit ich Zufuhr machen kann, weil ich habe die anderen beiden Attacken ja schon eingesetzt. In diesem Kampf. Okay, macht nicht viel, aber wir können jetzt Zuflucht einsetzen. Notsituation hat keine Wirkung, du... Oh, was? Ich muss alle in einer Runde? Alle mit nacheinander direkt? Okay, wusste ich gar nicht, sorry. Was macht der? Warum macht der Notsituation? Das bringt nichts. So, Verteidigung. Boost und jetzt Kopfnuss und Zuflucht. Der Champ-Theme ist ganz okay. Der passt auch gut. Ich finde ihn nicht super geil, aber ich finde ihn echt nice. Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger. Tja. Bam. Down. Und jetzt kommt der Glurak. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Noch ein Pokémon hat er. Zwolang Level 32. Huntin Level 62. Und Kursi Level 63. Ich bin so scheiß auf euch alle. Oh, geil. Glurak, da kommt's. Der einzige Starter. Verdammt, ich hätte erstmal Intellion heilen müssen. Ich kann kein Giga Dynamax machen. Kein Dynamax mache ich. Meine Jam Time ist noch nicht vorbei. Das lasse ich nicht zu. Oh Scheiße, das ist Glurak. Ich muss erst meinen Talon heilen. Oh, wieso habe ich daran nicht gedacht, bevor ich ihn umgebracht habe? Oh Leute, es tut mir so leid, dass ich so dumm bin. Er macht ja Giga Dynamax. Ich zeige dir jetzt, was Glurak drauf hat. Giga Dynamax! Oh shit. Oh,
Gangster Glurak am Start. Bedrohlich ist das schon, ja? Was? Dynaflora? Das hat eine Pflanzenattacke? WTF? Wie bitte? Und was mache ich jetzt? Feuer? Pflanze? Ich hab kein was. Ja, Wasser bringt ja nichts. Anscheinend müsste ich dann was anderes machen. Scheiße, das sind schon fast alle tot. Ich warte einfach die drei Runden ab und dann kill ich ihn mit den Talon. Ich glaube, das mache ich. Weil der wird ja nur drei Runden Giga dann merkst. Machen wir mal Spiegelcape. In Hoffnung, dass ich überlebe. Oh nein. Ah, yes! In der Spiegelcape. Ist alles zurück, mein Freund. Yes! Bam! Ja, okay, so viel war das jetzt nicht, aber wir werden beide von dem Sturm noch angegriffen. Ah, ich werd geheilt! Nice, nice. Ja. Dann Kusi, darfst du jetzt unsere Maus spielen hier? Der ist ja eh nur noch eine Runde, glaube ich. Wasser? Ihr wollt mir erklären, das Glurak von Delion hat eine Feuerattacke, eine Wasserattacke und eine Pflanzenattacke. Nicht, das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist ein Witz. Ha, lustig, ich habe fast gelacht. Die haben doch nicht ernsthaft... Nein! Was? Der kann doch nicht ernsthaft. Deine vierte Attacke ist dann am besten noch Schutzschild, ne? Um mich dann noch mehr abzufacken. Was? Da ist eine Feuerattacke, aber. Ah, oh, verfehlt! Oh, ich krieg Heilung, warum auch immer. Weiß gerade nicht wieso, aber. Finde ich besser so. So, Top-Beleber auf den Talion. Der dritte, die ich in diese Runde, die ich in diesen Kampf einsetze. Oh, wir schaffen es wahrscheinlich. Oh, nein! Verbrennung, Grammy! Okay, nein, Grammy! Boah, das geht mir zu weit. Das Grasfeld ist weg. Intellion. Giga Dynamax. Oder nur Dynamax, weil ich habe kein Pokémon, was Giga Dynamaxen kann, ohne ein Event-Pokémon zu sein. Was heißt Event-Pokémon? Ein Raid-Pokémon zu sein. Und ich habe keine scheiß Bock auf Raid-Pokémons. So, du kriegst jetzt alles wieder zurück, mein Freund. Boing, boing, boing! It's your time! Yo, Bro! Du kriegst jetzt meinen Finger ab! Und dagegen tun kannst du nichts! Tja, Luftschnitt! Das bringt doch gar nichts! Ciao! Und wir haben gewonnen! Aber ey, das Glurak von ihm ist ja richtig OP! Und Katapultra auch! Der hat richtig krasses Team gehabt! Ich bin froh, dass ich gelevelt habe! Hätte ich nicht gelevelt, hätte ich es vielleicht sogar nicht geschafft. Vielleicht. Damn. Oh yeah, das hat Spaß gemacht. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens. Yeah. Mein Spiel abgestürzt? Hallo? Passiert da noch was? Ich hab ein Black... Oh, okay.
Mein Glückwunsch, Michael! Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen! Damit gehört der Titel dir! Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür solltest du gefeiert werden! Ich will im Fernsehen, Mama! Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selber an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Maike, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Gala, ihr alle seid gerade Zeugen der Geburt einer neuen Legende geworden. Maike ist euer neuer Champ. Oh mein Gott, wuhu! Wer so stark ist wie sie, kann so einiges in Bewegung setzen, alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft sie uns führen wird. Wuhu! Oh, okay, Kala Gala Cut. Und das sind die Credits! Pokémon Schild. Huh, und dann sehen wir am neuen Fall die Credits. Fazit zu meinem Spiel. Oh, bevor wir das machen. Man kann hier einen Mauscursor sehen. Den will ich euch zeigen. Genau an dieser Stelle. Mit dem Pflanzencharter, wo der am Trommeln ist. Wenn er gleich um ihn rumgeht, dann kann man da einen Mauscursor sehen. Komm, die Zeit nehme ich mir noch, bis das hier kommt. Das will ich nämlich zeigen. Oder? Nein, jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, bis das passiert. Ja, mein Fazit. Das Spiel ist gut. Obwohl, jetzt kommt. Achtet mal auf seinen Rücken. Da kommt nicht ein Mauszeiger. Habt ihr den Mauszeiger gesehen? Es gab auch in Folge 1 und Folge 11, glaube ich, müsste es sein. Auch einen Mauszeiger, habe ich in die Kommentare geschrieben, wo. Egal, jetzt zum Spiel. Das Spiel ist gut. Ich empfehle euch, das Spiel zu kaufen. Es kostet nämlich 50 statt nur 60, statt 60 Euro. Das Spiel ist aber sehr gerusht. Zum einen, weil da Mauszeiger sind, aber zum anderen auch, weil es gibt nicht alle Pokémon. Es gibt viele Elemente, die so schlecht sind. Es gibt, zum Beispiel die Bäume sehen aus, als wären die von Nintendo 64, ja, Ocarina of Time oder so. Das ist schon peinlich. Und das Spiel ist auch kürzer, als wir erwartet haben. Oh, der Toby Fox stand da oben, habt ihr es gesehen? Oben rechts stand Toby Fox, geil. Ja, zu dem kommen wir auch noch. In den nächsten paar Folgen. Mir hat vieles an dem Spiel gefallen. Giga Dynamax Form haben die richtig verkackt. Die Grundidee war natürlich Mega-Entwicklung und Mega-Entwicklung mag ich. Und die Attacken von den Dynamax Pokémon, das war ja von den Z-Attacken inspiriert. Das fand ich auch ganz okay. Nur, dass nur bestimmte Pokémon Giga Dynamaxen konnten, das hat mich richtig aufgeregt und das finde ich richtig verkacke und das haben die dumm gelöst in meinen Augen. Die Arenen haben mir sehr gut gefallen. Größtenteils. Die fand ich sehr gut gemacht. Die Challenges waren auch mal eine neue Abwechslung und haben mir auch gefallen. Mich geht das immer noch auf, dass die siebte Arena keinen Platz in der Karte hat, aber okay. was gibt's noch zu sagen? Die neuen Pokémon, alle sind top. Die sind super. Mir gefallen alle wieder. Es gibt eigentlich kein Pokémon, was mir wirklich gefällt. Wirklich nicht gefällt in den ganzen Pokémon-Spielen. Also ja, ich mag, also vielleicht der Starter von, der Pflanzenstarter von Gen 6, aber darüber reden wir nicht. Auf jeden Fall fand ich die Designs von allen auch sehr cool und da können wir auch wieder zustimmen. Ich bin sehr enttäuscht, dass Inteleon nicht das Memeon ist, was ich haben wollte. Ich wollte ein Memeon haben, was am Ende richtig cute ist. Nidropi wurde ja auch am Ende Zumpex und Zumpex ist auch ganz cool. Aber es wurde zu einem, zu James Bond irgendwie mit seinem Todesfinger. Was? Hä?
Nintendo ist für mich einfach ein anderes Pokémon. Das gehört doch nicht zu Memion-Entwicklungen. Es gibt viele Leute, die regen sich darüber auf, dass Hoplios in der letzten Entwicklung überhaupt nicht so geil aussieht wie die zweite Entwicklung. Ich finde, bei Hoplio ist es überhaupt nicht annähernd so schlimm wie bei Memion. Und Pflanzenstarter hat gute Entwicklungen. Nur irgendwie bin ich einer der Einzigen, der die ganz okay findet, so. Und da sehen wir nochmal ganz viele Designs. Oben rechts ist Balduin. Und ja, müsste ich eine Bewertung geben. Danke an alle, yeah! Dann würde ich dem Spiel... Oh, was für eine Bewertung. 7,5 von 10 vielleicht? Noch ein Body zu spät. Ende! Nein, Ende ist es noch nicht. Das Let's Play geht noch weiter, Leute. Das Ende ist es noch lange nicht. Was heißt noch lange nicht? Wir haben schon mehr als die Hälfte durch, aber... Wir haben noch nicht mal das Legi! Hä? Ja. Oh, ein neues Opening, oder wie? Weil die Kamerafahrten jetzt zu diesem Opening hier ist nämlich anders. Das Opening war normalerweise eigentlich nur die Arena in verschiedenen Kamera-Szenen. Aber hier sieht man mein ganzes Team. Boah, ist das cool. Das ist viel besser als das normale Opening. Beim normalen Opening ist einfach nur unten links so ein Pokéball liegen. Und dann zoomt das halt hin und her bei der Arena. Aber hier? Damn. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Ja, ich glaube, ich gebe dem Spiel eine 7 von 10. Und eine 7,5 von 10. Ich würde es gerne eine 8 von 10 geben. Aber dafür müssen die halt erstmal alle das Spiel nicht so durchrushen. Mir hätte es mehr gefallen, hätten die das Spiel erst Anfang nächstes Jahr veröffentlicht. Und dafür hätten wir alle Pokémon gehabt. Und das Spiel sähe besser aus, weil es gibt, wie gesagt, viele Stellen. Also das Spiel sieht alles in allem richtig geil aus. Aber es gibt viele Stellen, die sind lächerlich schlecht. Ja, das kannst du mit 3DS-Grafik oder mit Nintendo 64-Grafik vielleicht. Und das ist schon lächerlich. Man sieht ja auch mein ganzes Team. Das sind alles nur neue Pokémon. Ja, gut, eine Gala-Form. Aber trotzdem. Das ist halt schon, ne? Gut. Aber wie es dann weitergeht. Das sehen wir in der nächsten Folge. Doch, was ist das? Okay, ich schätze mal, da sollen wir dann hin. Dieses Mysterium klären wir in der nächsten Folge. Haut rein.